Kurz vor 12. Der Sonderzug mit den Düsseldorfer Fans trifft ein. Unten im Bahnhof müssen Polizisten die beiden Lager auseinanderhalten. Einige Fans werden das Spiel mit Sicherheit nicht sehen können. Die Bilanz des 23. Juni 1979. 400 Polizisten und 900 private Ordner waren im Einsatz. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt. 27 Fußballanhänger wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die genaue Zahl der Fans, die bei Schlägereien verletzt wurden, ist unbekannt.